So. Auf wie geht's? In die große Schlacht gegen das Osmanische Reich. Ach, damit haben wir das da auch eingenommen. Alles klar. Hui! Dann können wir mal ein paar Münzen hier machen. Naja, einer reicht ja eigentlich, ne? Das heißt, hier können wir wieder runterkommen. Verdammt, wo können die hier noch stecken? Ja, hier. Da. Das ist im Moment grün. Nämlich noch eins. Wo stecken die denn überall? Aber dass ich die auch nicht tot kriege, ist echt ein Graus. Der Computergegner geht hier echt gut vor. So, die Relikte bringen uns gut Gold. So, dann machen wir hier nochmal richtig schön. Ketzerei möchte ich haben. Ach, kann ich mir gar nicht leisten. So, shit, da oben wurde alles niedergeknüppelt. Mal wieder hier oben geguckt. Hoppehüchen, ja. Oh, hier sind schon wieder so viele. Die nichts zu tun haben. Ich habe dir gerade einen Befehl gegeben. Du sollst das da bauen. Ach, hier mach Holz. Holz. Da, Gold. Ah, Gold, Gold, Gold. Was haben wir mehr? Gold, 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 Gold. So. Da kommen sie ja schon wieder, die Bösen. würdet ihr mal bitte das da zuerst wegmachen? Vielen herzlichen Dank. Ihr bleibt natürlich mal hier stehen. Okay, die Dinger sind mies. Haben sie jetzt echt mal eine... Mein armer Bautrupp. Ich weiß nicht, wo der andere ist, aber okay. So, ihr seid die Schnellsten. Ihr ratet jetzt da bitte hier hoch. Ihr geht mal bitte wieder nach hier und ihr nach hier. Wir müssen hier irgendwo doch noch sein. Die können ja eigentlich nur hier in der Ecke sitzen. Die Lumpen. Da bitte auch Türmchen weg, danke. Was hast du, Waldfee? Ach ja, ich wollte ja doch hier oben noch Truppenverstärkung holen, ne? Haben sie wirklich hier dort eingenommen wieder, oder was? So, weg, weg, weg mit denen. Weg, 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 weg mit denen. Und dann rein da oben. Meins hier! Anders war ich damit. Am liebsten hier alles zerstören. Oh, geht doch. So, jetzt erstmal hier die Truppe auffrischen. Und zwar in doppelter Hinsicht. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Unser Monkey, wo ist er denn? Hier, Monkey Man, du kannst auch noch mal was holen. Und zwar das da. So. So. Damit wir hier auch ein bisschen Verteidigung wieder haben. Sie müssen noch hier eigentlich irgendwo. Genau, hier sollten sie sein. Hier ist nichts. Wo sind die auf dem Weg? Oh! Baut ihr auch vielleicht mal ab?
Genauso, wo rennen die hin? Hier sollen sie hinrennen, ne? Und da irgendwo in der Walachei rennen sie. So, na prima. So, die kriegen erstmal den Befehl ja auch. Genauso wie der da. Was macht denn der Trupp hier? Oh, dem geht's gut. Dann könnte der Trupp hier mal hier für Ordnung sorgen. Ey, stopp da oben. Soll er hier auch mal so ein paar Wehrtürme bauen, damit hier auch mal Ruhe herrscht, wenn wieder mal irgendwer angreifen will. Na komm, einer noch. Roha, soha. So, Truppus Delictus ist wieder etwas aufgebügelt. Und der Trupp kann hier hin mit der Haltung. Und guckt mal an, was wir hier entdeckt haben. Ja, ist das nicht schön. Jetzt gibt's gleich was auf immer. Was macht eigentlich unser Mönch? Wie mir wüsste, wo der geblieben ist. Hallo, Mönchi? Um welches Willen? Dann holen wir jetzt einen neuen Mönch. Jawoll! So, Trupp 3 würde Truppe 3 da bitte mal Randale schlagen. Oh, ich hoffe, dass ich sie dann wenigstens weg habe. Endlich die. Was für eine Aufnahme, ey. So langsam brauche ich eine Pause vor dieser Kampagne. Ah, auf jeden Fall dürfte ich damit meine Stresszeit durch haben. Ja! Das hast du Waldfee, ne? Ihr sollt was zu tun haben. So, dann nehme ich euch beide. Hier haben wir doch noch mehr, ne? So, hier, komm. Euch noch und, nee, dich nicht. Das ist ja egal. Auf wie Gold und Stein. Das ist doch wunderbar. Hier, dahin. Und zack und zack. Strupp 1 auch schon wieder stärker. Hier, komm, macht ihr das da. Was ist denn das? Ach, so ein bisschen Gold. So, habe ich den Los... Nee, den habe ich noch nicht zu Ende gekriegt. Schade. So, komm her. So, der Trupp noch da. Der Trupp noch da. Der Trupp kann sich immer noch da sammeln. Ja, na gut, der Trupp kann auch schon mal dahin, theoretisch. Damit reiten wir doch bald hinein. Na, das unterstehe ich mal. So, Truppus Neunus. Na bitte, komm. Komm, Tümpchen. Ich will den Trupp 9 nämlich dann hier auch hinschicken, dass er da aussichert. So und so und so. Ach, wäre schon schön, wenn noch da eins sind. Können Sie hier anfangen. Oh, was ist... Oh, mein Bootstrupp ist hinüber. Das ist aber nicht Chain. Wir sind eh voll. Das heißt, ich brauche gar nicht das neue Boote bauen. Oh,
Lalalalala. Komm, zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Das ist doch eher was für euch, Jungs. Haut da mal ordentlich drauf. Ich hätte die Hafen lang besser zerdeppern sollen. Hä? Ich glaube, ich sollte dann trotz allem mal wieder so 10 in Bauauftrag geben und nochmal 10. Einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. Was denn hier? So, Truppe vernichtet, dafür mehr Platz. Ihr könnt wieder zusammenbauen. Und ich glaube, jetzt reiten wir da Tor. Hauptsache, das Tor ist gleich nieder, immer wieder. Dann wird es nämlich hier lustig. Weil dann sind wir drinne. Dann sind wir drinne. Jawohl, das ist doch gleich hin. Das ist ja schön. Komm, 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 komm. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Mit den letzten Jungs hier, die da... Russiepulverfässer. Rennen in den Speck. Jawoll! Ein Fall wie die Vandalen. Yay! Ziel für euch ist klar. Und für euch auch, meine Freunde. Ich hab doch gesagt, abbauen. Abbauen, angreifen. So. Jawohl. Weg damit. Aufpassen, dass hier keine Menschen noch rumdackeln. Und jetzt geht's rund. Jetzt geht's langsam, aber sicher rund hier. Ah, da haben sie auch schon ein bisschen Randale geschlagen, meine Verbündeten. Fischreuse. Sonst haben wir keinen, alles klar. Und Burg nieder! Mach das mal nieder erstmal, damit wir dann auch durchs Tor richtig schön schnell durchkommen. So, was machen hier denn die Boote? Trupp 6. Kann sich auch mal hierhin verkrümeln und nochmal so ein bisschen gucken. Irgendwo müssen sie ja noch Boote produzieren können. Wenn ich keinen Hafen von denen sehe. So, die Burg muss auch noch weg. Das muss weg. Die ganzen Sternenlagen da werden auch noch gleich abgerissen. Zweit entfernt für Angriff. Das ist doof. Dann mach erstmal das da weg. Und baut das mal wieder zusammen. Ja! Das ist doch hier. Das ist Krieg. Und jetzt kriegt der einen auf die Oma. Und damit dürfen wir es nämlich auch gleich endlich geschafft. Oder fast 2,5 Stunden Aufnahmezeit jetzt. Hui, 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 hui. Los, Burg Fell! Du bist Burg Fellstein! Okay! Boah, ja, den kriegen wir doch auch noch down, ne?
So. Oh, ein Kanonenturm. Deswegen ist er so böse. Alles klar. Und komm, komm, komm. Dahin. Ihr tritt dahin, der tritt dahin. Und du machst. Ihr macht das da schön platt. Jawohl, das ist Krieg. Da ist er. Königsmord. Ja. Wir haben gewonnen. Dracula siegt. Ja. Gegner der Kelten. Der abgemagerte alte Mann gab ein schwaches Lächeln von sich. Die Stärke des Geistes kann andere Nachteile ausgleichen, merkte er mit erster Stimme an. Es war ein glorreicher Sieg. Dracula schlachtete unzählige feindliche Truppen und Männer. Ah nee, das ist ja wieder der alte Oppi, ne? Männer und ist ihn ab. Der große Kreis von gepfählten Männern, der sich bald rum um Dargoviste bildete, wurde Händler, Reisende für viele Wochen einschüchtern und Draculas Armee veranstaltete eine ganze Woche ein Festessen, um den Sieg zu feiern. Die Walachei war zurück in den Händen Draculas, aber es war nicht die Walachei, über die sein Vater geherrscht hatte. Das Land war karg von den endlosen Kriegen und als Dracula Dragovist betrat, sah er eine Stadt, die voll war von Korruption, Verbrechen und Armut. Brummte der alte Mann. Es war ein großer Triumph, bemerkte er, aber scheint, als gäbe es viel zu tun. Wie hat er die zerstörte Hülle eines Landes so schnell zu neuer Macht gebracht, um mit der es sich zu messen galt? Ich krieg gleich einen Hustenanfall. Der alte Mann grinste und seine Augen funkelten wieder auf und er schien sich zu alten Tagen zurückzusehnen. Dracula verachtete Unaufrichtigkeit und Verbrechen und wollte sie nicht nur aus persönlichen Gründen eliminieren, sondern weil er es auch wusste, dass die Walachei im Angesicht ihrer Feinde stark bleiben müsste. Sie müsste sich der überwältigenden Macht des osmanischen Streitkraft stellen, und zwar bald. So begannen seine Reformen. Oh. Okay, 3 Stunden 16 mag ich irgendwie bezweifeln, bei Tamasa 2,5 Stunden knapp. Oh. War wahrscheinlich wird doch, keine Ahnung, Szenario-Menü. Ja. Den Atem des Drachen werden wir uns dann demnächst zu Gemüte fügen. Das wird echt ein ganz schön ein langes Szenario hier, muss man sagen. Ich hoffe, dass ich da mal ein bisschen schneller vorankomme. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr wisst ja, ihr könnt mir sehr helfen, indem ihr die Videos bewertet, kommentiert und halt auch den Kanal weiterempfehlt. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch mal über alte Strategiespiele und so vielleicht ein bisschen mit mir in den Kommentaren philosophieren würdet. Ich werde natürlich dann auch zusehen, dass ich Antworten, soweit es geht, antworten werde. Und ja, nochmals vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Age of Empires 2 HD Edition The Forgotten. Tschüss.